Die Türkei bietet viele Vorteile wie beispielsweise das warme Klima, niedrige Lebenshaltungskosten, ausgezeichnete internationale Schulen und eine köstliche Küche. Außerdem ist die türkische Kultur dafür bekannt, sehr gastfreundlich zu sein. Aber lassen wir uns tiefer in die Vorteile einer Auswanderung in dieses transkontinentale Land einblicken und beginnen wir mit der vielfältigen türkischen Natur. Die Türkei befindet sich sowohl in Europa als auch in Asien und bildet in vielerlei Hinsicht eine Brücke zwischen diesen beiden Kontinenten. Die asiatische Türkei, die 97% der Landesfläche ausmacht, ist durch den Bosporus, das Marmara-Meer und die Dardanellen von der europäischen Türkei getrennt. Das Land ist auf drei Seiten von Meeren umgeben, im Westen von der Ägäis, im Norden vom Schwarzen Meer und im Süden vom Mittelmeer. Die Türkei ist ein gebirgiges Land, vor allem in der Region Ostanatolien, die hauptsächlich aus dem westlichen Teil des armenischen Hochlands besteht. Hier befindet sich der Berg Ararat, der mit 5137 Metern über Meer der höchste Punkt der Türkei ist. Die Türkei verfügt über 622 Nationalparks und Pamukkale, Kappadokien und unzählige Strände wie der Ölüdeniz-Strand oder das Schmetterlingstal sind nur einige Beispiele für die atemberaubende Natur, die die Türkei zu bieten hat. Doch neben der weltberühmten türkischen Riviera gibt es eine Region, die oft übersehen wird, nämlich die Schwarzmeerregion der Türkei. Das milde ozeanische Klima in dieser Region macht die Landwirtschaft sehr profitabel und so ist es nicht verwunderlich, dass dort Tabak, zahlreiche Zitrusfrüchte, Haselnüsse und Tee in großen Mengen produziert werden. Schau dir mal dieses Bild vom Pontischen Gebirge an, das sieht ja fast so aus wie in den Schweizer Alpen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Türkei eine vielfältige Natur beherbergt, von idyllischen Inseln im Mittelmeer bis hin zu den türkischen Gebirgszügen, von weißen Stränden über heiße, wüstenartige Landschaften bis hin zu unberührten Wäldern. Tatsächlich ist nur etwas mehr als ein Viertel der Türkei bewaldet, während vor 4000 Jahren der Großteil des Landes von Wäldern bedeckt war. Die Wälder der Türkei beherbergen eine Vielzahl endemischer Arten, wie zum Beispiel das süße Hirschferkel. Die Natur, die die Türkei zu bieten hat, ist einer der größten Vorteile, die eine Auswanderung in die Türkei mit sich bringt. Mit einer solchen Natur direkt vor der Haustür wird das Leben nicht so schnell langweilig. Der nächste Vorteil einer Auswanderung in die Türkei ist das Klima. Viele Auswanderer entscheiden sich für ein dauerhaftes Leben in der Türkei, weil die Winter dort milder sind als in ihrem Heimatland. Während in einigen Orten wie Istanbul Schnee fällt, ist Antalya an der Mittelmeerküste mit rund 300 Sonnentagen im Jahr klimatisch einer der besten Orte zum Leben. Diese Stadt wächst rasant, bietet mit die besten Strände der Türkei und ein warmes Mittelmeerklima. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass das Klima in der Türkei erstaunlich vielfältig ist. Wie du auf der Köppen-Klimakarte der Türkei sehen kannst, gibt es viele verschiedene Klimatypen und wir können auch die bereits erwähnte Schwarzmeerregion deutlich erkennen. Sie erhält viel mehr Regen als jede andere Region der Türkei und ist die einzige Region, in der es das ganze Jahr über regnet. Wenn du also ein wärmeres und mediterranes Klima bevorzugst, dann hat die Türkei mehr als genug für dich zu bieten. Fahren wir mit den niedrigen Lebenshaltungskosten fort. Istanbul, die pulsierende, geschäftige Metropole am Bosporus und je nach Quelle und Definition die größte oder zweitgrößte Stadt Europas nach Moskau, ist mehr als 53% günstiger als Berlin. Ja, richtig gehört, die Lebenshaltungskosten in der Türkei sind deutlich niedriger. Und verglichen mit Zürich sind die Lebenshaltungskosten um 73% niedriger. Im bereits erwähnten Antalya sind die Preise um noch einmal 13% niedriger, während die Preise in der Hauptstadt Ankara um mehr als 25% tiefer sind als in Istanbul. Und obwohl die Abwertung der türkischen Lira viele negativen Implikationen für die türkische Bevölkerung mit sich bringt, wird es für dich als Ausländer aus finanzieller Perspektive immer attraktiver, in die Türkei auszuwandern. Vor allem, wenn du über Ersparnisse oder ein regelmäßiges Einkommen aus dem Ausland verfügst, wird das Leben in der Türkei angenehm erschwinglich sein. Dieser Unterschied bei den Lebenshaltungskosten kann sich positiv auf deine Lebensqualität auswirken, da du hier viel mehr für dein Geld bekommst als in den meisten anderen Ländern Europas. Kulturell ist die Türkei zwischen Ost und West angesiedelt, wobei sie Elemente aus beiden Kulturräumen aufnimmt, um ihre eigene einzigartige Mischung zu schaffen. Das Gebiet, das heute die Republik ausmacht, war einer Vielzahl von kulturellen Einflüssen ausgesetzt, die ein reiches archäologisches Erbe hinterlassen haben. Mehrere kulturell bedeutsame Stätten wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, darunter die historischen Gebiete um Istanbul, die große Moschee und das Krankenhaus von Divriğir, die alte hethitische Hauptstadt Hattusha, die Überreste von Nemrut Dağ, die Stadt Safranbolu oder die archäologische Stätte von Troja. In jedem Fall gibt es mehr als genug Museen, alte Gebäude und Kulturstätten zu bewundern. Bei all den kulturellen Aktivitäten, die die Türkei zu bieten hat, wird es dir nicht so schnell langweilig werden. Investiere also unbedingt etwas Zeit in die Erkundung dieser Sehenswürdigkeiten, wenn du dich für eine Auswanderung in die Türkei entscheidest. Ein weiterer Teil der Kultur ist das Essen.
Die Türkei ist nicht nur für ihre preiswerte, sondern vor allem für ihre köstliche und abwechslungsreiche Küche bekannt. Man kann sie als eine Verschmelzung und Verfeinerung der mediterranischen, balkanischen, nahöstlichen, zentralasiatischen und osteuropäischen Küche beschreiben. Die türkische Küche hat ihrerseits diese und andere benachbarte Küchen beeinflusst. Sie variiert von Region zu Region, aber zu den bekanntesten Gerichten gehören Simit, Börek und Sarma, Adana Kebab, Manti, Metze, Ayran, Beyaz Perniş, Sulu Köfte, Lamakun und noch viele mehr. Entschuldige die falsche Aussprache. Die Küche Istanbuls, Bursas, Izmirs und der übrigen anatolischen Region hat viele Elemente der osmanischen Hofküche übernommen. In der Küche der Schwarzmeerregion wird dagegen viel Fisch konsumiert, vor allem die Sardelle, und es werden auch Maisgerichte zubereitet. Die Küche des Südostens ist berühmt für die Vielfalt an Kebabs, Metze und Nachspeisen auf Teigbasis wie Baklava, Söbiye, Kadayıf und Künefe. Vor allem in den westlichen Teilen der Türkei wird Olivenöl im großen Stil verwendet. Du wirst also keine andere Wahl haben, als all die verschiedenen Gerichte auszuprobieren, die die türkische Küche zu bieten hat. Auswanderer berichten, dass sie gerne auswärts essen gehen und so neue Gerichte kennenlernen, die sie zuvor nicht einmal kannten. Die Küche ist also sicherlich ein weiterer Vorteil einer Auswanderung in die Türkei. Vor allem in Istanbul gibt es viele gute internationale Schulen, auch wenn sie nicht gerade günstig sind. Expats wollen Schulen, die ihre Kinder in verschiedenen Sprachen unterrichten, auch in ihrer eigenen, und die sich an einen internationalen Lehrplan mit weltweit anerkannten Qualifikationen halten. Besonders in Istanbul gibt es viele erstklassige internationale Schulen mit hohen Bildungsstandards. Rechne jedoch damit, dass du für internationale Schulen etwa 1.000 bis 1.500 Dollar pro Monat und Kind zahlen musst. Die Preise können natürlich variieren, aber das ist der Preis, den ich für eine internationale Schule in Istanbul finden konnte. Wenn du also die Kosten stemmen kannst, dann sind deine Kinder in guten Händen. Ein weiterer Vorteil einer Auswanderung in die Türkei ist die geografische Lage. Viele Länder auf der Balkanhalbinsel, Mitteleuropa, Osteuropa, Länder des Nahen Ostens und Länder in Nordafrika können in kurzer Zeit bereist werden. Die Türkei hat eine strategisch günstige Lage, sodass du bei einer Auswanderung in die Türkei sehr effizient nach Europa, Afrika und Asien reisen kannst. So ist es nicht verwunderlich, dass die Türkei im Jahr 2018 einen brandneuen Megaflughafen in Istanbul gebaut hat. Mit mehr als 37 Millionen Passagieren im Jahr 2021 ist er der verkehrsreichste Flughafen in Europa und der 13. verkehrsreichste Flughafen der Welt. Darüber hinaus ist der Flughafen Istanbul mit mehr als 27 Millionen internationalen Passagieren der zweitgrößte Flughafen der Welt nach internationalen Passagierverkehr. Von der Türkei aus kannst du ganz einfach Ziele in Europa, Afrika und Asien erreichen und viele neue Länder erkunden. Ein weiterer Vorteil einer Auswanderung in die Türkei ist die Tatsache, dass die Türkei eine blühende Expat-Gemeinschaft hat. Du wirst es nicht schwer haben, Freunde zu finden. Mehrere Orte im Land sind Zentren für Auswanderer und digitale Nomaden. Dazu gehören Istanbul, Antalya, Fethiye, Bodrum oder die Hauptstadt Ankara. Digitale Nomaden, die ein pulsierendes Stadtleben bevorzugen, finden sich in Istanbul oder Ankara wieder, während diejenigen, die einen entspannten Lebensstil suchen, sich in Bodrum oder Antalya wohler fühlen. Der letzte Pluspunkt ist die Tatsache, dass die Bewohner in der Türkei mit zu den freundlichsten und gastfreundlichsten Menschen gehören. Sie sind gesellig und es ist leicht, neue Freunde zu finden. Und auch dank der lebendigen Expat-Gemeinschaft wirst du dich nicht alleine fühlen. Habe ich einen Vorteil vergessen, dann lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Alle Quellen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt.